So, jetzt gehen wir die neuseeländischen Treppen wieder runter. Hier der schöne Wald. Der kleine Krater liegt jetzt hinter uns. Und wir gehen jetzt ein Stückchen wieder hier runter und dann quasi auf der Rückseite links herum wieder runter Richtung Mackenzie Bay. Und wenn wir ganz viel Glück haben, sind da nicht so viele Leute. Und dann können wir da nämlich schwimmen gehen. Und ich hoffe, dass ich es dahin schaffe bis zur Mittagszeit. Also wir haben jetzt irgendwie 11:30 oder kurz vor 12. Das heißt, wenn ich bis um 1 unten wäre, wäre sehr schön. Und dann können wir da nämlich am Strand Mittagspause machen und die Aussicht genießen. Ich glaube, das wäre sehr schön. Ja, diese Treppen hier sind so ein neuseeländisches Ding. Die gibt es überall, in diese Boardwalks. Die sind eigentlich ganz gut, aber man lernt sie zu hassen, wenn man viele Wanderungen macht. Das letzte Mal habe ich eine Wanderung gemacht auf der Südinsel. Da ging es fast 2000 Treppenstufen hoch und dann nochmal so viel durch Gestein klettern. Die Aussicht war absolut geil von oben, die war unfassbar cool. Aber wenn man solche Trips macht, dann irgendwann hasst man diese Treppen einfach. Irgendwann möchte man nicht mehr. Aber das machen die halt für den Naturschutz, dass man nicht direkt auf den Boden laufen muss und dass man keine Pilze oder so mit den Schuhen in den Boden transportiert, weil das ist für die Kauribäume ganz schlimm. Die sterben davon ab. Deswegen müssen wir ja auch an vielen Stellen unsere Schuhe putzen, bevor wir die Wanderung dann machen dürfen. Überall alte Lavafelder. Daran sieht man, dass wir jetzt schon wieder ziemlich ins Flache kommen. Und wir befinden uns jetzt im unteren Drittel vom Kegel, vom Vulkankegel. Und langsam nähern wir uns der Bucht für unsere Mittagspause. Man sieht hin und wieder Auckland und es sieht einfach richtig schön aus irgendwie. Also, ich bin echt kein Städtemensch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Auckland hat irgendwie was. Also zum einen halt durch das Wasser, aber halt auch durch die ganzen kleinen Vulkankegel, die zwischendrin rausgucken. Und es ist einfach cool irgendwie. Ja, und das ist meine Aussicht. Es ist einfach geil. Hier sieht man auch wieder einen Anschnitt von einem Lavastrom hier. Sieht man auch schön, dass es festere Partien gibt und dann wieder ganz bröselige, gasreiche und dann wieder feste und dann wieder klumpig oben drauf. Da war viel Gas drin. Aber wirklich schnell wird das nicht geflossen sein, denke ich mal. Sonst wäre das anders getrocknet und ausgekühlt. Dann gäbe es wahrscheinlich eher noch Basaltsäulen, wenn das schneller ausgekühlt wäre. Mit der brockigen Lava ist es relativ langsam geflossen und dementsprechend halt auch schon im Rollen und Rutschen abgekühlt. Und dadurch können dann keine Basaltsäulen entstehen. Aber es sieht cool aus. Vor allem mit dem Wald drauf und so. Es ist nur richtig warm, dadurch, dass diese Steine schwarz sind. Wir sind wieder unten, wie man sieht. Auf dem Summit waren wir gerade. Zum Wharf gehen wir nachher. Und jetzt machen wir erstmal Mittagspause in der Mackenzie Bay. Da ist der kleine Leuchtturm. Und da gehen wir dann nachher weiter. Von da oben kommen wir gerade. Ich freue mich jetzt auf ein kleines Mittagessen. Und ich hoffe echt sehr, dass da nicht so viele Leute sind, dann gehe ich nämlich schwimmen. Das wäre richtig schön. Weil es sind gefühlte 35 Grad hier. Die Luft flimmert einfach überall, wo man hinguckt. Es ist richtig warm.
Das sieht man wahrscheinlich gar nicht. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Schaut mal, diese kleinen Inseln. Oh, es ist so schön. Ich habe das schon viel zu oft gesagt. Es tut mir leid. Strand. Oh, es ist so schön. Jetzt suchen wir uns erstmal einen Platz im Schatten zum Mittagessen. Schwimmen und allem mache ich mich jetzt wieder auf den Heimweg zum Anlegeding von den Booten. Wir haben jetzt irgendwas um 2 Uhr rum und die letzte Fähre kommt um 15.30 Uhr, das heißt ganz entspannt, viel Zeit, können wir uns schön den Weg angucken und die Insel noch ein bisschen genießen. Ja, das heißt, ich melde mich wieder, sobald ich noch was Spannendes finde. Wir befinden uns wieder an der Kreuzung und diesmal ist das Schild von der anderen Seite. Wir gehen zur Rangitoto Wharf, also 5,2 Kilometer in ungefähr 1,5 Stunden, aber wir haben ganz entspannt Zeit, dahin zu kommen. Tschüss, kleine Bucht! Möglicherweise bin ich mal wieder die Letzte auf dem Weg zur Fähre. Alle anderen sind schon losgegangen, weil es wird gesagt, dass man ungefähr 1,5 Stunden braucht.
Und ich habe jetzt noch eine gute Stunde. Aber das ist kein Problem, ich laufe ja eh relativ schnell. Ich finde es nur witzig, wie einfach niemand mehr hier ist. Es ist genauso wie beim letzten Mal, als ich hier war. Nur, dass ich da auf der anderen Seite von der Insel gestrandet war und auch nur noch eine gute Stunde hatte und der Weg aber angezeigt hat, 2,5 Stunden. Ich habe wieder Menschen gefunden. Da ist noch jemand. Da oben waren wir vorhin. Man sieht, es ist Ebbe. Die Babymangroven sind alle trocken. Nur noch so ein paar kleine Pfützen. Und hier drüben ist das Gleiche. Wir sind zurück am Anfang. Hier ist nochmal eine Karte von der kleinen Insel. Also, wir sind jetzt hier, wie der Pfeil sagt. Dann sind wir hier hoch, hier rüber zu den... Da sind die Lavahöhlen. Dann bin ich hier hoch, einmal drumherum, hier runter. Ja, also, hier runter, da in der Mackenzie Bay geschwommen und dann hier rüber gelaufen. Das hat mir jetzt eine knappe Dreiviertelstunde gebraucht. Angesagt ist, dass man für diese Strecke hier ungefähr 1,5 Stunden braucht. Das letzte Mal bin ich hier hoch zu den Höhlen oben rum, dann hier hinten runter und ich glaube einmal bis hier und dann hier rum runter. Und hier steht ein Schild, 2,5 Stunden bis zur letzten Fähre. Und ich hatte noch 1 Stunde. Und dann bin ich hier runter gerannt. Ich bin halt wirklich mehr oder weniger gerannt. So, wie erwartet bin ich 1/2 Stunde früher am Bootsdock. Dementsprechend gehe ich jetzt nochmal hier diesen Kauai Grove Walk. Der Sinn ist 10 Minuten oder so. Und es ist Schatten, das ist super angenehm. Und ja, schöne Bäume. Überall diese Pflanzen, die auf den Bäumen aufsitzen. Total cool. Fahne. Oder ich denke jedenfalls, dass es Fahne sind. Alles andere würde mich etwas wundern. Ich habe gerade herausgefunden, was Kauai Grove bedeutet. Das ist ein Tälchen mit den Sophora Microphylla Bäumen, die von Oktober bis Dezember blühen und scheinbar mit die schönsten Blüten machen des Landes. Ja, ich bin halt leider im Januar da, dementsprechend blüht hier nichts mehr. Aber das sind die Bäume hier, wo diese kleinen Knubbelchen dran hängen. Da hängen jetzt die Samen dran. Hier sieht man die Blätter. Naja, okay, aber wieder was gelernt. Gut, dann gehen wir jetzt zurück zur Fähre. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich natürlich sehr über Kommentare oder einen Daumen hoch freuen. Und vielleicht wart ihr ja schon mal in Neuseeland und wenn ihr noch irgendwelche guten Hikes um Auckland rum kennt, sagt mir gerne Bescheid. Ich bin ja das ganze Semester hier und dann kann ich die auch noch machen. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr euch das Video angeschaut habt und wir sehen uns alle spätestens Ende Februar wieder zu weiteren Videos. Tschüssi!